Soll man die Füße im Setup aufdrehen oder lieber doch nicht? Das diskutieren wir in diesem Video ganz genau. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Hallo, mein Name ist Christoph Bausek und ich bin PGA Professional im Golfclub Linz St. Florian in Österreich. Auf meinem Kanal geht es um Golf und darum, wie du dein Golf verbessern kannst. Und wenn dem so sein sollte, würde ich dich bitten, meinen Kanal hier unten zu abonnieren und die Notifikationsglocke daneben anzuklicken, damit wir uns in Zukunft nicht mehr versäumen. So, wie ist das nun mit den Füßen? Soll man sie unten hier aufdrehen oder soll man sie gerade lassen oder soll man einen Fuß gerade lassen, den anderen aufdrehen? Wie ist das? Gut, ich gebe jetzt meine grundsätzliche Antwort, weil ich nehme an, dass du als Zuschauer eher ein Hobbygolfer bist, der jetzt wahrscheinlich nicht mehr 15 Jahre alt ist und super beweglich. Und in deinem Fall würde ich sagen, wenn du nicht mehr super beweglich bist in deinen Hüften, ist es besser, grundsätzlich die Füße ein wenig nach außen zu drehen. Ich möchte, dass du folgende Sachen beachtest. Je mehr du deinen Fuß nach außen drehst, zum Beispiel jetzt links, kannst du im Durchschwung weiter drehen. Wenn du den Fuß links nicht ausgedreht hast, ist hier irgendwann mal Schluss mit der Drehung. Du siehst den Stock jetzt hier schon. Und dann werde ich beginnen, mich zu heben. Das aktiviert die sogenannten Bodenkräfte, die auch erwünscht sind im Golfschwung. Aber da geht es ums Timing, wann das ist. Ich komme noch dazu. Im Aufschwung, wenn der rechte Fuß offen ist, tue ich mir leichter, den Aufschwung hier eben zu beenden, auch den Oberkörper genug zu drehen. Und wenn ich gerade jemand bin, der mit Slice kämpft, ist das sicherlich etwas, was man unbedingt machen möchte, damit man eben seine Körperdrehung leichter beenden kann, damit man sich leichter tut, von innen zu kommen. Würde ich den rechten Fuß gerade hinstellen, kannst du sehen, dass ich jetzt hier nicht wirklich drehen kann. Und die erste Bewegung wird wohl eine, wo der Schläger mehr von hier oben drüber kommt. Und man wird tendieren, Slice zu schlagen. Das heißt, es kommt total darauf an, wer es ist, welche Probleme hat in seinem Golfschwung und so muss man dann unten seine Fußstellung anpassen. Ich gebe dir ein weiteres Beispiel. Wenn du vielleicht das Video angeschaut hast über den Aufschwung, hier oben habe ich nochmal einen Link, damit du das Video anschauen kannst, da spreche ich davon, wie die Druckpunkte im Aufschwung auf die rechte Ferse gehen bzw. auf den linken Fußballen. Das heißt, es entsteht so ein diagonaler Druck hier unten, wenn man es richtig macht. Durch das entsteht eben Drehung. Und wenn man jetzt zum Beispiel jemand ist, der sich schwer tut, den Druck Richtung Ferse zu bringen, dann hilft es oft, wenn man den Fuß etwas öffnet, dann rutscht der Druck leichter hinten auf die Fersen. Das heißt, das möchte ich mir eben auch vor allem mit Bodenkraftplatten anschauen. Aber wenn du auf der sicheren Seite sein willst, bitte mach den rechten Fuß mal mindestens 15 bis 20 Grad auf. Jeder Golfschwung hat drei Hauptenergiequellen. Das erste ist das sogenannte Gliden oder Shiften, wie man sagt. Man bewegt den Druck lateral auf den linken Fuß. Danach folgt die Rotation und dann kommen die vertikalen Bodenkräfte, sprich man wird in die Luft gedrückt. Und diese vertikalen Bodenkräfte sind die Kräfte, die den meisten Einfluss auf die Schlierkopfgeschwindigkeit haben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur meinen linken Fuß komplett ausdrehe, dass ich quasi drehen kann bis zum Schluss, dann gibt es quasi keinen Stopp mit meiner Drehung und ich werde die vertikalen Bodenkräfte nicht aktivieren können. Die kann ich nur aktivieren, wenn ich hier auf einmal zu einem Stopp komme. Jetzt drückt es mich aus dem Boden raus und in dem Moment kann der Schlierkopf schnell werden. Deswegen, ich benutze eben Bodenkraftplatten der Firma Smart to Move. Da sieht man das wunderschön. Ich versuche Spieler so einzustellen, dass eben die Drucklinien passen, die sogenannte Center of Pressure Line passen, dass diese Diagonale stimmt im Aufschwung und vor allem, dass sie quasi die Drehbarkeit am richtigen Punkt beenden und ich schaue, dass irgendwo zwischen hier und hier
die vertikalen Bodenkräfte anfangen zu drücken. Und wenn ich eben jemanden habe, der zu spät ist, der zu spät drückt, zum Beispiel erst hier unten, das sehe ich dann sehr gut bei den Kraftplatten, dann würde ich diesem Spieler eher den Fuß ein bisschen mehr reindrehen und kann so experimentieren, wie weit drehe ich den Fuß rein. Also, wie gesagt, noch einmal als eine Standardantwort würde ich sagen, die meisten von euch sind gut aufgehoben, wenn ihr wahrscheinlich beide Füße 20, 25 Grad außen rotiert. Aber um es genau festzustellen, fürchte ich, müsst ihr mal auf Bodenkraftplatten. Und ich bin überzeugt, es gibt in deiner Nähe sicher wen, der solche Bodenkraftplatten hat. Und falls du in meiner Nähe bist, ich habe eben auch solche. Und das gehört absolut dazu als Standard in meinem Golfunterricht, dass ich eben diese Fußstellungen einstelle. Ich könnte mir vorstellen, dass da jetzt Sachen dabei waren, die für dich sehr, sehr interessant waren. Und wenn du in diesem Gebiet jetzt weitermachen möchtest, würde ich dir empfehlen, dass du dieses Video ansiehst. Das ist auch sehr, sehr interessant. Also, bis bald.